Das Thema meiner Predigt lautet: Liegen fanatische Follower falsch? Mich hat in den letzten Wochen das Thema Fanatismus ein bisschen beschäftigt und die Frage, wie kommt es dazu und was ist eigentlich Fanatismus und wo ist da eigentlich auch die Grenze überschritten hin zum Fanatismus? Wir hatten in Hamburg vor kurzem eine Situation, wo ein Mensch in eine Kirche gegangen ist und dort auf Leute geschossen hat. Das ist ja definitiv Fanatismus. Es ist vielleicht darüber hinaus auch eine psychische Erkrankung. Dazu kann ich nicht so viel sagen zu den psychischen Seiten. In ähnlichen Fall gab es ja auch hier in Hanau, wo ein Mensch in eine Kneipe gegangen ist oder in eine Shisha-Bar und dort auch auf Menschen das Feuer eröffnet hat, weil sie in seiner Vorstellung Feinde waren. Das heißt, da gibt es eine bestimmte Ideologie, die so weit übersteigert wird, dass sie eben zu einem Fanatismus wird und vielleicht dann dazu auch noch psychische Probleme, die eben dazu führen, dass sich das nicht so äußert, wie sich das vielleicht bei uns im Alltag äußert, sondern eben auch so eine gewaltsame Art und Weise. Und das macht einen traurig und betroffen und man hat das Gefühl, das kommt irgendwie häufiger vor. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Medien sehr gerne über solche Situationen berichten. Aber wie sieht es denn so in unserem Alltag aus? Was ist eine gute Überzeugung, an der es sich lohnt festzuhalten und was ist übertrieben? Ja, ich habe jetzt gelesen, gestern in Hamburg haben sich Menschen angeklebt an die Straße, um auf die Klimaproblematik aufmerksam zu machen. Ja? Also ich glaube, das ist ein großes Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber ist das nicht ein bisschen zu viel, wenn man sich dann da auf die Straße klebt und den Verkehr lahmlegt und vielleicht auch Polizei und Rettungswagen und so weiter nicht mehr durchkommen? Also wo ist die Grenze denn eigentlich überschritten? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Und die sich auch uns stellt, die wir uns hier zum Gottesdienst versammeln. Ist der Gottesdienst denn was Gutes? Ist das, was in unserem Leben, was uns voranbringt? Oder kann es auch schädlich sein? Kann es eben auch Fanatismus sein? Und ich möchte mich ganz konkret mit der Person Jesus beschäftigen. In seinem Namen wurden ja schon viele Kriege geführt, leider. Und das ist verwunderlich, denn Jesus selbst hat nie zum Krieg aufgerufen. Wenn man mal liest in der Bibel, er hat nie zum Krieg aufgerufen. Ganz im Gegenteil. Also da liegt ein gravierendes Missverständnis vor. Und vielleicht nicht nur Missverständnis, sondern eben auch Missbrauch seiner Worte und seines Namens für Kriege und für Hass- und Gewalttaten. Und deswegen lohnt es sich, dass wir uns ein bisschen mehr direkt mit dem beschäftigen, was Jesus eigentlich gesagt hat. Und ein Bibeltext von Jesus ist in dieser Hinsicht besonders missverständlich. Wir haben ihn vorhin auch in einer sehr interessanten Übersetzung vorgelesen gehört. Und ich möchte ihn noch einmal lesen in der Einheitsübersetzung. Markus 8, Verse 31 bis Kapitel 9, Vers 1. Da begann Jesus, die Jünger darüber zu belehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Dann nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Tritt hinter mich, Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen?
Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und er sagte zu ihnen: Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Wir befinden uns ja zur Zeit in der Vorbereitung auf Ostern, in der Passionszeit, in der wir uns mit dem Leiden Jesu beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang kommt es eben auch dazu, dass wir heute diesen Predigttext haben. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Vorher hat er in Galiläa gepredigt. Viele haben sich gefreut über seine Botschaft, aber in Jerusalem waren die Menschen, die ihm nichts zugetan waren. Und wir erfahren sogar, dass sie beschlossen haben, dass Jesus getötet werden soll. Und Jesus geht trotz alledem dahin, obwohl er weiß, was da auf ihn zukommt. Und diese Ankündigung, die Jesus nun gegenüber seinen Jüngern macht, ist befremdlich. Gerade zuvor hatten die Jünger festgestellt: Jesus, du bist der verheißene Messias, du bist der Retter der Juden, von dem im Alten Testament gesprochen wird. Das hatte Petrus erkannt. Aber jetzt sagt Jesus: Ja gut, aber der nächste Schritt ist, ich werde gefangen genommen und ich werde getötet werden und ich werde auferstehen. Und Petrus ist schockiert und hat sich gedacht: Meine Güte, Jesus, es läuft doch alles gerade so gut. Da müssen wir doch weitermachen. Jesus, lass dich doch nicht unterkriegen von den Leuten, die dich nicht mögen. Wir schaffen das schon. Ja, seh doch nicht die Dinge immer so negativ. Ja, und vielleicht haben wir auch Freunde, die uns so ermutigen, wenn wir in einer schwierigen Zeit sind, die uns sagen: Ach, sieh doch die Dinge nicht so negativ. Das wird schon wieder. Und Jesus lässt sich da aber nicht ermutigen, sondern er hat eine sehr harsche Antwort für Petrus bereit. Er sagt: Tritt hinter mich, du Satan. Ja? Und damit meint er letztendlich nicht Petrus, sondern die Kraft, die in ihm wirkt. Jesus ist in seinem Leben immer wieder versucht worden, dass er nicht seinem Auftrag nachkommt, sondern dass er den leichten Weg geht. Und in diesem Moment ist es auch, dass hinter Petrus eben dieser Satan steckt, der ihn dazu versucht, den Weg nicht zu gehen, der eigentlich für ihn bestimmt ist. Aber Jesus gibt der Versuchung nicht nach. Und er weist Petrus auf eine wichtige Sache hin. Du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht über mich selbst. Was ist eigentlich das, was mich bestimmt oder wie ich Entscheidungen treffe? Ob das jetzt alltägliche Entscheidungen sind, wie was ich heute mache, oder auch ganz grundsätzliche, vielleicht im Leben, welchen Beruf ich ergreife oder welche Arbeitsstelle ich annehme. Und dann denkt man so über verschiedene Faktoren nach, zum Beispiel, wie ist denn so die Bezahlung, wie ist die Arbeitsatmosphäre, habe ich da einen weiten Weg zur Arbeit und so weiter und so fort. 95% der Fälle denke ich wahrscheinlich einfach so darüber nach und wäge dann ab, wo kommt das beste Ergebnis bei rum. Das ist die menschliche Art zu denken und das ist ja auch angemessen, dass wir das auch sorgfältig abwägen. Aber auf der anderen Seite führt Jesus hier nochmal eine neue Dimension ein. Es ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, nach Jerusalem zu gehen, wo seine Feinde auf ihn warten. Aber er sagt, das ist das, was Gott will und das andere ist das, was die Menschen wollen. Wie oft denken wir über das nach, was wir wollen und wie oft über das, was Gott will? Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und dieses Gespräch mit Petrus löst in Jesus etwas aus. Vorher war er nur im kleinen Kreis seiner Jünger und jetzt wendet er sich an die gesamte Menschenmenge. Eine Kollegin von mir hat tatsächlich eine Doktorarbeit über diese Bibelstelle geschrieben und ich habe da mal so ein bisschen drin geblättert. Und eine Frage, die sie beschäftigt hat, war: Ist denn diese
Aufforderung, das Kreuz auf sich zu nehmen, ist das nur für Menschen, die viel haben, oder gilt das für alle Menschen, die Jesus in seiner Nachfolge ruft? Und ihre Antwort ist, es gilt für alle Menschen, denn Jesus öffnet hier den Kreis, es geht nicht mehr um seine engen Jünger, sondern wirklich um alle Menschen, die da sind, die ihm zuhören, und er sagt zu ihnen eben diese herausfordernde Botschaft, die wir eben gehört haben. Wenn einer hinter mir hergehen will, wenn einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz tragen einige von uns vielleicht als Schmuck, aber es ist ein brutales Folter- und Tötungsinstrument, was damals gängig war. Und Jesus selbst ist ja dann auch am Kreuz gestorben. Das deutet sich hier bereits an. Und er sagt, dass seine Nachfolger auch dasselbe Schicksal erleiden werden. Und so ist es dann auch passiert. Die Apostel sind ebenfalls als Zeugen des Glaubens gestorben, als Märtyrer. Und das war tatsächlich die Realität der Christenheit über viele Jahrhunderte. Das ist eine Frage einfacher. Im Mittelalter war die Kirche in Europa verbreitet, aber es gab ein paar Menschen, denen war das zu einfach. Und da gab es eine interessante Bewegung in der Kirchengeschichte, die nennt man die Flagellanten. Und Flagellanz bedeutet Geißeln. Das heißt, die haben sich angefangen, selbst zu geißeln, um Gott gegenüber ihre Ergebenheit zu zeigen für den Glauben. Und finde ich sehr befremdlich, muss ich sagen. Kann ich auch nicht mit dem zusammenbringen, wie ich das Evangelium verstehe. Denn Gott möchte ja, dass wir seine Gnade erfahren und nicht irgendwas vor ihm ableisten. Also ich glaube, die haben da was missverstanden. Aber es zeigt doch auch so eine Sehnsucht danach, wirklich eben in Ergebenheit den Glauben zu leben. Und ist das, was Jesus jetzt meint, dass wir unser Kreuz auf sich nehmen, dass wir uns selbst geißeln? Möchte Jesus, dass seine Nachfolger Fanatiker sind? Das ist die Frage, die ich mal in den Raum stellen möchte. Und wenn man jetzt nur diesen Vers liest, dann könnte man auf diesen Gedanken tatsächlich kommen. Aber ich habe mich dann noch mal weiter auch damit beschäftigt, was hier eigentlich gesagt wird, und dann noch ein paar Entdeckungen gemacht. Ein paar Hinweise noch. Dieser Bibeltext, der ist hier ursprünglich in der griechischen Sprache geschrieben worden, und da gibt es unterschiedliche Wörter für Leben, nämlich drei unterschiedliche. Und auch wenn jetzt vielleicht nicht so viele sich mit Griechisch auskennen, aber ihr werdet gleich merken, die sind ein bisschen bekannt schon. Das eine ist das Wort Bios, das kennen wir von der Biologie. Dann gibt es das Wort Zoe, das kennen wir vom Wort Zoo, wo die ganzen Tiere sind. Und diese beiden Wörter, Bios und Zoe, bedeuten das körperliche Leben, also dass unser Herz schlägt, dass wir einen Puls haben. Und solange das der Fall ist, haben wir Bios und Zoe. Hier an dieser Stelle spielt das Wort Leben auch eine wichtige Rolle, aber es ist nicht dieser Begriff, sondern das Wort Psyche. Psyche kennen wir zum Beispiel auch vom Wort Psychologie. Wird auch manchmal mit Seele übersetzt, aber es ist ein umfassender Begriff, der die menschliche Existenz an und für sich beschreibt und unsere Identität. Und wenn Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer er sein Leben um meinetwillen, des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Geht es dabei nicht nur um unseren Körper, um unser Leben hier und jetzt, sondern es geht um unsere Existenz an sich und die Frage, wie wir uns dazu verhalten. Und was Jesus hier ausbreitet, ist nicht nur eine Lehre für seine Jünger in einer konkreten Situation, sondern es ist eine allgemeine Lebensweisheit, die uns alle betrifft und die auf einer tieferen Ebene liegt. Wie finden wir eigentlich das wahre Leben? Wie finden wir zu unserer Existenz und zu unserer Identität? Das ist seine Frage. Und er sagt, wenn wir unsere Existenz festhalten, dann werden wir sie verlieren. Auf den ersten Blick wirkt das ja widersprüchlich, was Jesus da sagt, aber Jesus hat oft seine Worte so gewählt, um Menschen ins Nachdenken zu bringen, dass sie eine tiefere Wahrheit erkennen. Das Paradox des Lebens. Wenn wir das Leben in seiner Fülle erfahren wollen, dann müssen wir auch lernen, loszulassen. Das ist es, worum es eigentlich geht.
Manche kritisieren ja den christlichen Glauben und sagen, das ist auf das Jenseits bezogen. Die Christen, die sind in ihren Gedanken schon im Himmel und was hier passiert, das interessiert sie gar nicht. Und das ist sicherlich in manchen Situationen eine berechtigte Kritik. Die Frage ist, ist das auch die Lehre Jesu? Einerseits sehen wir, dass er in dieser Stelle auch vom Jenseits spricht, vom jüngsten Gericht, wenn dann die heiligen Engel in der Herrlichkeit von Jesu Vater kommen, da geht es ums Jenseits. Aber dieses Wort Leben hat hier nochmal eine tiefere Bedeutung. Und es geht um die Frage, was ist eigentlich wahres Leben? Jesus glaubte an die Auferstehung der Toten. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben vor 3 Wochen hier eine Predigt von Michael Fischer gehört und da hat er festgestellt, dass viele Juden nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt haben. Und als Jesus davon gesprochen hat, haben sie sich lächerlich darüber gemacht. Ja, das ist auch mal ganz interessant festzustellen. Manchmal denken wir, vor 2000 Jahren waren die Leute ja so ungebildet und nicht aufgeklärt. Die wussten noch nicht, dass Menschen nicht von den Toten auferstehen und deswegen dachten die vielleicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber natürlich wussten die Menschen ganz genau Bescheid, dass sowas menschlich gesehen nicht möglich ist. Warum haben sie dann trotzdem daran geglaubt? Nun, weil es genug Zeugen dafür gab, dass das Grab leer war nach Jesu Tod und auch genug Menschen, denen der Auferstandene begegnet ist. Das ist die naheliegendste Erklärung für das, was da geschehen ist. Also Jesus glaubte an die Auferstehung, an ein Leben nach dem Tod und das prägte natürlich auch sein Verständnis davon, was das Leben ist. Er hat noch eine weitere Perspektive als nur das Hier und Jetzt. Aber das bewirkt dann gleichzeitig auch eine Veränderung für das, was hier und jetzt wichtig ist und wie ich an mein Leben herangebe. Denn es gibt mir eine neue Freiheit. Jesus hat mal gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist auch so ein Spruch, der in ganz vielen Bereichen zutreffen kann, dass wir eine Befreiung erfahren können, wenn wir es auch lernen loszulassen, wenn wir was an andere geben, dass wir selber dadurch auch gesegnet werden. Das ist nicht das Motiv, um jemand anderen was zu geben, aber das ist eine Nebenwirkung, die sich dann einstellt. Jesus spricht hier auch viel über die materiellen Dinge. Er redet hier von einem Preis und davon, von einem Gewinn. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Ja, um gar keinen. Wir können in unserem Leben so fokussiert sein auf materielle Dinge, wie wir uns absichern, wie wir unsere eigene Existenz sichern. Das kann uns wirklich Tag und Nacht beschäftigen. Aber am Ende gehen wir doch daran zugrunde, wenn das der Fokus ist in unserem Leben. Und dann haben wir ein Fundament gewählt, was nicht wirklich tragfähig ist. Und wir verkrampfen darin. Und wenn wir das ein Stück weit loslassen, dann erfahren wir eine neue Freiheit. Jesus spricht auch davon, dass wir uns selbst verleugnen, wenn wir uns auf den Weg in die Nachfolge begeben. Und das ist ein Begriff, da stolper ich immer wieder drüber, wenn ich das lese. Denke mir, was ist damit gemeint, sich selbst zu verleugnen? Also verleugnen ist ja nun keine Tugend. Manchmal denkt man auch, dass es vielleicht sowas wie sich selbst verbiegen oder anderen gefallen, immer das tun, was andere wollen, nicht an sich selbst denken, sich ausnutzen lassen. Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, du fängst damit an, dich selbst zu achten und deswegen kannst du auch andere achten und wertschätzen und sie lieben. Das ist erstmal die Grundlage. Nein, hier geht es darum, eine Distanz zu sich selbst zu bekommen. Sich selbst nicht so furchtbar ernst zu nehmen. Seine eigene Eitelkeit und seinen Stolz hinter sich zu lassen. Denn dieser nimmt uns tatsächlich gefangen. Und wir können ja in unserem Leben so viel mit unserem eigenen Eitelkeiten, eigenen Stolz beschäftigt sein, aber das macht uns nicht frei. Sondern es macht uns frei, wenn wir Distanz zu uns selbst bekommen. Und da hilft uns der Blick auf Jesus, wenn wir uns in seine Nachfolge begegnet. Und das bedeutet dann in der Tat, dass es Situationen im Leben gibt, wo wir uns selbst hinten anstellen, wo wir den schwierigen Weg gehen, wo wir auch bereit sind, Leiden auf uns zu nehmen.
Ich weiß, das ist eine schwierige Botschaft, aber ich glaube, das ist die Botschaft, die wir hören müssen, gerade in dieser Passionszeit auch. Dass Leiden nicht immer nur etwas Negatives ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Leiden irgendwie ausquartiert wird, dass wir davon nichts mitkriegen, außer wir schalten den Fernseher an, da ist es irgendwie sehr intensiv geballt. Aber es gehört immer auch zum Leben dazu. Aber im Glauben können wir durch dieses Leiden auch hindurchgehen. Am Ende gibt es noch einen sehr schwierigen Vers in dieser Bibelstelle oder einen sehr missverständlichen, wo Jesus sagt: Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Was meint Jesus damit? Meint er, dass noch zu seiner Lebzeit das Ende der Welt kommen wird und das jüngste Gericht? Nun, wie wir wissen, ist das nicht passiert, sondern die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat, sind gestorben und seitdem ist Jesus auch noch nicht wiedergekommen. Hat sich Jesus also geirrt in seiner Einschätzung hier? Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam, dieser Gedanke. Ganz so absurd ist er dann vielleicht doch nicht, denn auch Jesus als Sohn Gottes hat sich in die Form eines Menschen begeben, war begrenzt. Er hat die menschliche Erfahrung durchlebt mit Versuchungen, mit Schwächen, eben auch mit Begrenztheit. Und er wusste tatsächlich nicht alles. Er hat selbst einmal gesagt in Markus 13, Vers 32, als es um die Endzeit und seine Wiederkunft geht: Jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Also tatsächlich kennt Jesus nicht die Stunde seiner Wiederkunft. Kann er sich also hier geirrt haben? Ich glaube es trotzdem nicht. Denn Jesus ist sich hier seiner Sache sehr sicher. Er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das sagt er nur bei den Dingen, wo er sich besonders sicher ist. Sondern ich glaube, dass es wiederum eine andere Dimension hat. Wie mit diesem Begriff des Lebens, dieses Leben der Fülle, was jetzt schon anfängt und was nach dem Tod weitergeht. So ist es auch hier mit diesem Begriff des Reich Gottes, von dem er spricht. Schon am Anfang seines Dienstes sagt Jesus: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und als es Menschen gibt, wie Johannes den Täufer, die Zweifel haben, ob Jesus wirklich der Messias ist, dann sagt Jesus: Schau doch mal, was hier passiert. Menschen werden geheilt, Blinde sehen, Lahme gehen, Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist das, was über den Messias im Alten Testament steht. Und das geschieht jetzt hier durch mich. Also das Reich Gottes kommt durch Jesus in die Welt. Und im Markus-Evangelium ist der Gipfelpunkt tatsächlich die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu. Da wird das nochmal ganz besonders deutlich. Und selbst der Hauptmann am Kreuz, der eigentlich mit Jesus überhaupt nichts zu tun hat, der erkennt dann in dem Moment, als er Jesus sterben sieht: Das ist wahrlich der Sohn Gottes. Ja, da kommt das Reich Gottes in die Welt. Und das können Menschen bezeugen, können sie schon anfangen zu bezeugen, und doch bleibt da ein Rest von Dingen, die noch nicht da sind. Ja, und so leben wir in einer Welt, in der dieses Reich hineinbricht und in der wir es auch in die Welt hineintragen können und gleichzeitig in einer Erwartung auf das Zukünftige, was nur durch Gott geschehen kann. Und das gibt uns Hoffnung auch in den Situationen, wo wir merken, dass wir es eben aus eigener Kraft nicht schaffen. Ja, liegen fanatische Follower falsch? Und was ist eigentlich Fanatismus? Jesus möchte keine Fans, er möchte Nachfolger haben. Interessanterweise, das Wort Fan ist von Fanatiker abgeleitet. Beim Fußball sind die Grenzen da manchmal fließend. Jesus möchte keine Menschen, die an der Seitenlinie stehen und ihn anfeuern, sondern er möchte Nachfolger, die seiner Botschaft nachfolgen und auch seiner Art und zu leben nachfolgen. Und das ist ein Weg, der von Liebe gekennzeichnet ist. Und ich glaube, immer dann, wenn wir uns an etwas so etwas festbeißen, das sich in uns Hass breit macht, dann sind wir auf dem Weg in Richtung des Fanatismus.
Und das ist nicht das Leben, was Jesus beschreibt, sondern Jesus möchte, dass wir das Leben in der Fülle erfahren. Doch die tiefere Wahrheit liegt auch darin, dass wir dieses Leben nicht dann erfahren, wenn wir den leichten Weg gehen, wenn wir den angenehmen Weg gehen, sondern der bedeutet auch immer und immer wieder, dass wir einen Weg gehen, wo es Leiden gibt, wo es Selbstaufgabe gibt und dass es Hingabe braucht. Und das trifft im Übrigen nicht nur auf das Glaubensleben zu, sondern eigentlich im Alltag auf ganz viele Bereiche, dass wir eben diese Ausrichtung im Leben brauchen, damit es ein Leben mit Gewinn ist. Und das ist die Botschaft. Der Weg der Nachfolge ist der Weg des wahren Lebens. Und in diese möchte uns Jesus hineinführen und er fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Und in dem Sinne wünsche ich das mir und uns, dass wir das immer mehr erfahren und diesen Weg auch gehen und dass Gott uns die Kraft dazu schenkt. Amen.